Moin hallo und herzlich willkommen zu der nächsten, nicht, ich wollte gerade React sagen, zum nächsten Spiel, was wir uns mal angucken. Und zwar gucken wir uns mal Art of Rally an. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht wirklich viel von dem Spiel gesehen. Ich habe nur gehört, dass das Spiel wirklich hübsch sein soll, ein bisschen halt minimalistisch gehalten. Also ich weiß nur, dass man irgendwie halt Rally fährt. Dark Mode. Ich mach Dark Mode an. Armenien, Österreich, Belgien. Oh, da gibt's ja alles. Ist da gerade Deutschland gesehen? Ja. Du kannst dir die Blut. Hä, was? Okay. Das Blockiersystem, what? Ein Getriebe automatisch. Okay. Ich nehme mal ihn hier. Bleiben wir mal da. Oh, wir fahren in Finnland, ui. Also ich habe, wie gesagt, echt keine Ahnung, was das genau hier gibt. Finnland, freie Fahrt. Ich glaube, ich muss das Spiel gleich leiser machen. Hallo, mein Kind. Du bist hier. Oh, ich muss das leiser machen. Oh mein Gott. Der Rallye-Sport wurde unbeabsichtigt von einem finnischen Rennfahrer erfunden, der zu spät zur Sauna kam und eine Abkürzung durch den Wald nehmen musste. Es begann bescheiden mit kleinen Autos und entwickelt sich weiter von modifizierten Sportwagen bis hin zu legendären Monstern der Gruppe B. Die Gruppe B war das goldene Zeitalter des Rallye-Sports und wurde abgebrochen, da sie zu gefährlich war. Jedoch sind wir in einem Paralleluniversum, in dem die Gruppe B nie abgebrochen wurde und die nachfolgende Gruppe S weiterlebt. Etwas Gefährliches mit Stil zu tun ist Kunst. Um ein Meister zu werden, benötigt man Geduld und Entschlossenheit. Willkommen zur freien Fahrt. Übe und entdecke die Welt. Wenn du bereit bist, geh ins Hauptmenü, um mit dem Rallye-Fahren zu beginnen. Jetzt fahre fort und denk dran, Bäume sind nicht deine Freunde. Was zum Hölle? Okay. Oh mein Gott. Das hat ja eine interessante Steuerung. Ich muss aber sagen, es läuft wirklich sehr flüssig. Geh mal so weg! zum Menü zurückkehren, ja. Einstellungen, Audio. Oh, Gott sei Dank. Karriere. In einer Rallye fährst du auf mehreren Straßenabschnitten, die in Etappen genannt werden. Der Fahrer mit der besten Zeit auf allen Etappen gewinnt. Der Karrieremodus folgt der Geschichte des Rallye-Sports von 1967 bis 1996, mit einer Saison pro Jahr.
Die Rallyes werden in jeder Sorte fast generiert, also ist jeder Durchgang anders. Wenn du eine Season mit mindestens einem verbleibenden Neustart beendest, schaltest du eine Bonuslackierung frei. Um als erstes ins Ziel zu kommen, musst du erst ins Ziel kommen. Viel Glück und gib nie auf. Das hatte ich nicht vor. Das ist schon echt cool gemacht. The Mimi. La Montoine. Oh, Baguette. Entschuldigung. Das 220. Das 119i. Ah, man kann es noch überspringen, okay. Also Gruppe 2. Eine Rallye in zwei Etappen. Karriereschwierigkeit. Ich lasse das jetzt mal auf normal. Dann würde ich mal sagen, let's go. Wir fahren in Norwegen. Norwegen Rallye 1 von 1. Etappe beginnen. Also ich mag den Artstyle von dem Spiel hier. Oh Gott. So, erstmal die Kurve da kriegen. Gott. Die Steuerung ist gewöhnungsbedürftig für den Anfang. Oh Gott. Ei! Baum! Das Schild war bestimmt nicht teuer. Die Flagge. Oh. Nein, geht aber nicht. Ach, damit. Das ist gar nicht mal so einfach, ey. Nein! Oh Mann! Yeah. Was? Habe ich zurückgesetzt? Okay, man darf also nicht abkürzen. Versuch was wert. Dass man das versucht. Oh mein Gott, ah! Uiuiuiui. Ach. Stand da eigentlich, wie lang die Etappe ist? Wenn ja, dann habe ich es nicht gelesen.
3 Minuten 11. Drei Meilen. Etappenergebnisse. Bin Vierter von 10. Also dafür, das ist jetzt die allererste Runde, war, bin ich zufrieden. Quan Kiosen. 6,7 Meilen, eieiei. Aber warum? Ich habe da mal eine Frage. Bei ich könnte überlegen, WRC9 war das auch so, dass man die erste Rallye, die man gespielt hat, auch direkt Schnee war. Warum? Schnee ist doch mit einer der anstrengendsten und schwierigsten Untergründe, auf die man so fahren kann. Warum fängt das dann damit immer an? Das ist bei so vielen Rallye-Spielen so, ich verstehe das nicht. Das ist sehr geil, dass du da übers Eis fährst. Mit den Zelten. Wow. Eieiei. Moinsen. Eieieiei. Wir haben noch keine Strafe einkassiert, das ist schon mal sehr gut. Hubschrauber. Der Hubschrauber. Man kennt ihn. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wie man da richtig landen soll, ehrlich gesagt. Die Menschen sehen so knuffig aus. Das waren 6 Meilen, glaube ich, oder irgendwie so. Ja, das ist echt cool gemacht. Vor allem, oh Gott, jetzt habe ich mich darüber erschrocken. Eieieiei. 3 Minuten 36. Das ist ein Zweiter! Okay. Er war 8 Sekunden vor uns. Oder ist das in... Nee. Doch, doch, der war 8 Sekunden vor uns. Ja, aber einmal Vierter und einmal Zweiter. Und insgesamt Zweiter, also... Rallye Norwegen, 1967 sind wir Zweiter geworden. Neues Fahrzeug freigeschaltet.
Lamontoine. Ein elegantes und aerodynamisches Design kombiniert mit einer leichten Karosserie und einem potenten Motor machte. Ich lese das jetzt nicht vor. Ja, 5 übrige Neustarts in der Season, okay. Ah, und jetzt haben wir 1968. Dann würde ich sagen, machen wir. Das sind auch zweimal Etappen. Machen wir das noch. Und gucken wir uns mal an, wie Lamontoine fährt. Wir fahren morgens und es ist 3,7 Meilen und das auf Schotter. Das Spiel, das fährt sich wahrscheinlich wieder anders. Oh, wir waren in Japan. Nico! Nico, Nico, nie! Komm, let's go! Das fährt sich wieder ganz anders. Eieieiei. Oh mein Gott. Oh, der. Gott, hat das eine schwammige Lenkung, ey. Eieieiei. Oh mein Gott. Ich fahre einfach einen Schwamm. Ein Schwamm oder ein Schiff? Nimmt sich nicht viel. Schwimmt beides. Schwimmt beides oben. Das gefällt mir hier wirklich. Also Finnland war cool, aber Japan ist schon. Das ist schon hübsch. Mit den Kirschbaumblüten. Ah. Nein, oh mein Gott. Dammit, also ich glaube. Ich glaube, so funktioniert das nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, so. So kann das nichts werden. Ey, oh Gott. Ach Mann. Das fährt sich wie ein Schiff. Ich hätte echt bei dem anderen Auto bleiben sollen. Aber das Spiel ist gar nicht mal so einfach. Die ganze Zeit irgendwelche Erfolge. Hä? Das hat als Abkürzung gezählt. Bärsprung. Ah, 20 Sekunden Rückstand auf Fidelio, sind wir Zweiter geworden. Damit habe ich nicht gerechnet, dass wir jetzt Zweiter geworden sind. Ich habe jetzt eigentlich eher damit gerechnet, irgendwie so Fünfter. Mount Asama.
Reiter! Reiter! Ich muss schon sagen, das Spiel ist echt, echt cool gemacht. Also es ist jetzt kein Spiel, was ich irgendwie also so mehrere Stunden am Stück spielen würde. Es ist eher so, ja, für zwischendurch geht das auf jeden Fall mal. Ach. Dammit. Ich glaube, so 2 Stunden am Stück, das. Dafür wäre es dann doch mir zu eintönig auf Dauer. Aber so viel zwischendurch, mal ein Stündchen oder so, das ist. Dafür ist perfekt. Manchmal habe ich das Gefühl, ich komme kaum um die Kurve. Sind wir bei der Hälfte von der Etappe? Etappe nicht. Habe ich gerade Etappe gesagt? Die gute alte Etappe. Oh mein Gott. Auf zu driften. Jetzt fahren wir sogar so einen Berg hoch. Ach, wie cool. Das ist nochmal ein U-Turn. Ach, immer diese Serpentinen. Nein, oh Gott. Ach, hat nicht als Abkürzung gezählt, aber ich habe schon gedacht. Ist ein Erster! Mit 11 Sekunden Vorsprung, aber es hat nicht gereicht für die Rallye. Da hätten wir, ich glaube, 20 Sekunden gebraucht. Rallye Japan 1968. Der Fidelio, ey. Da hat er uns eiskalt abgezogen. Wir konnten nichts dagegen tun. Neues Fahrzeug freigeschaltet, das 220. Das ist eine coole Lackierung. Das ist ein Zebra. Sehr cool. Wir sind jetzt in beiden Seasons Zweiter geworden. Das würde ich aber sagen, was auch mit dem Video. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, das mal in das Spiel reinzuschauen. Also ich denke, so ab und zu kann man sich Art of Rally mal geben, aber dann ist halt auch wieder gut. Aber dafür ist perfekt.
so für zwischendurch einfach mal da reinzugucken. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in den nächsten Videos, Reactions und so. Bis dahin, bye bye.